abgeklärt. Dann schickt man Link, wenn online ist. So, Tag, ihr Nasenbären, und herzlich willkommen zum Konvoi, auch wegen verspätet. Ich begrüße jetzt alle mal im Teamspeak, die jetzt da sind. Wir haben jetzt noch ein paar Leute nämlich gefunden, die noch mitfahren wollen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Und ich begrüße auch den Kelvin, der dabei ist. Ich denke mal, der wird auch wieder aufnehmen und dann werde ich ihn auch in der Videobeschreibung verlinken. Ich nehme wieder auf, riesig erraten, und ich möchte meinen Zuschauern, die jetzt auch wieder bei dem Konvoi zuschauen, herzlich willkommen heißen. Und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß bei dem Konvoi. Ja, okay. Ich auch aufnehmen. Ach Tom, Alter. Na egal. Ja, wenn du schnell hinkriegst, könntest du auch aufnehmen. Oh, ich hab schon aufgenommen. Hey Tom, du hast dann so FPS. Naja. Ne, ich hab 30 FPS, dann fahr ich da mit 15 FPS rum. Ist alles super. Naja. Na gut, wir reden heute, können wir dann starten, oder? Ich auf und schon ist es gut. Okay, ich auch dann nehme ich dich auf. Nehme ich auf. Dann wer fährt vor? Ich fahr vor. Und schon fährt vor. Wer fährt danach? Das ist, ist die Ausgabe, weil ich fahre immer ganz hin. Wer fährt denn hier durch? Ich fahre nach links hier. Nach LP, Ding. Ach, wo. Marcel? Ja? Hast du deinen Funk auf den 19? Nee. Nee, dann stell dir mal ein, dann kannst du die alle da voll niesen, die dich irgendwie weg. Oh, doch. 19 ist ja, raus. Ja, hast du? Jupp, hab ich. Du wirst ja. Fahr und dann schießt los. Genau. So, ist der letzte ist jetzt durch. Sollte vielleicht auch mal ein Navi anmachen, das wäre, sollte besser kommen. Das ist ein Rotzewetter hier. Regnet's bei dir? Jo, aber sowas von. So Leute, wir liegen. Ich glaub, den können wir ratter ich eins durch. Also ohne Pause und so weiter. Jo, kann man eigentlich machen. Es kommt zu irgendwelchen Unfällen wegen Standlex oder sowas. Bei mir ist es so, ich weiß nicht wegen dem Spiel, weil das Spiel, ich hab's jetzt nochmal neu installiert, ich weiß aber nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Manchmal hatte ich kleine Standlex. Also hinter mir soll ein bisschen Abstand halten dann. Ja, ist okay. Wer steht hinter mir? Ah, okay. Aber ich habe meinen Speicher eingestellt. Automat reinknallen, so. Was für eine Geschwindigkeit? Oh, ich habe die auf 40. Achso, falls mit einem Konvoi die Ampel auf Rot springt, also ihr könnt dann weiterfahren. Ja, ich hab's gerade gemacht, genau. Wollte eigentlich anhalten, aber nee, bin noch durchgefahren. Nee. Wir sind angemeldet, wir dürfen. Tempomat auf 40 oder 50? Immer 50. Ich würde sagen, das ist was im Navi steht, oder? Jetzt 80. Hm. Dann fahren wir 80. Ja. Kennt eigentlich einer von euch dann dir auch diesen Action-Konvoi? Den was? Die Gruppe Action-Konvoi, die es halt gibt. Nee. Na, das sind welche, die haben sich von uns abgesplittet. Was sag? Oh. Da hat gerade jemand Fernsehen hinter mir angemacht. Hehehehe. Das stört mich aber nicht. So, alles gut. Bist du Zockersuchti? Yeah, wer? Wer was sagt, hat er wegen Fernlicht, weil ich habe jetzt nur mein normales Licht gemacht. Ja, ich bin Zockersuchti. Pass auf, mein Fernlicht ist das hier, pass auf. Ach, das stört mich nicht. Alles gut. Ihr zieht mich davon, wenn ich 80 fahre. La 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 la. Der DAF geht ganz schön auf die Bremse, wenn man leicht drauf drückt. Ah ja, Chris, gut, dass du jetzt hier bist, ne? Oh je, was gibt's? Ich bin die komplette Woche bis Freitag in Berlin auf Abschlussfahrt. Ach. Jetzt bin nächste Woche?
Ja, also jetzt von Montag bis Freitag bin ich auf Abschlussfahrt. Wo bist denn du in Berlin? In Berlin. Gut, das, ja. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Aber in Berlin? Weißt du, in welchem Bezirk du bist oder im Osten? Ja, am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof, ist gar nicht so weit weg von mir. Ja, ja, ehrlich? Ja. Kannst du ja vorbeikommen. Ich darf mich mit Leuten treffen. Ja. Nö, da steige ich in die Straßenbahn ein. Ich schreib dich an. Ja, mach das. Wow. Dann werde ich verprügeln, ne? Ja, das will ich sehen. Wegen deinem schlechten Fahrstil. Ja, jetzt hat er Schiss bekommen, wa? Nein. Es war in Wirklichkeit, war das die, dass ein User dazu kam. Und wahrscheinlich hat er jetzt seine Verstärkung geholt, seine Bodyguards. Ja, genau. Nein. Das war Charlie 1234575, als Smartphone, der disconnected ist. Ihr müsst mal da vorne ein kleines bisschen warten. Wir hängen hier ein bisschen hinterher. Ich fahr 80 und trotzdem komme ich nicht hinterher. Ist der Office hier im TS? Nein. Also, das hätte ich mich gesagt, Office, ich trete jetzt voll auf die Bremse, damit du vorne in die Karre fährst. Dann lass doch mal alle auf 75 abbremsen. Wenn wir hinterher kommen. Ich bin schon hinten dran. Meinst du, der hat CW-Funk an? Hat er. Office, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, der hat kein Mikrofon, wie es aussieht. Wenn du weiter so nah mit dran fährst, dann trete ich gleich mal auf die Bremse. Okay. Ich halte schon mal Abstand. Okay. Marcel, wie sieht's denn aus? Musst du tanken? Nee, alles gut. Das mache ich immer so gern, wenn ich Engel hinter mir habe, ne? Dann halte ich mich haargenau in die Geschwindigkeit und die flippen dann immer so schön aus. Okay. Hat jemand die Leitplanke geknutscht? Kelvin, hast du die also so lieb, ja? Wie schnell fahren wir jetzt eigentlich? Vorne fahren 75. Wo ist eigentlich die Security hinter mir? Der ist auf einmal weg. Ja, ich hatte gerade Standbild. Wo? Ich fahre ja auch mal kurz auf die Tanke rauf. Ihr könnt ruhig weiterfahren, dann drücke ich einmal drauf und bin wieder hinter euch. Alles klar. Das sind siehst du es eigentlich, wenn ich Fernlicht anmache? Weiß ich nicht. So hell, gell? Digga. Der Bagger sucht die Ärger hier, Leute. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Oh, es ist hell hinter mir. Ich dachte, die Bremse dreht und liegt einer hinten in meinem Trailer. Oh. Alter. Alter, was ist denn da passiert? Ich will nicht sagen, aber du hast voll den Mega-Lag. Ja? Habe ich nicht mitbekommen. Na toll, Marcel. Hast du ja toll gekriegt. Und wir sind alle hinten drauf geklappt. Außer ich. Ja, ich hier von dir mal die schnellstmöglichst eine Werkstatt. Ich hab nur 13% am mitbekommen. Also in Erfurt müssten wir einmal mal rausfahren oder irgendwas. Oh, meine Hauptstadt! Muss ich mal wohin. Halt dein Maul, Tom, kommentier doch nicht alles. Okay. Das ist immer noch mein Video. Ja, Video. Also bei mir sieht man es da richtig wunderbar. Bei dir auch, Kevin? Bitte? Sieht man das bei dir auch schon? Was sieht man bei mir? Den Unfall? Ja, denke. Wenn ja, dann musst du das irgendwie rausschnippeln und mir zukommen lassen. Und ich lasse es hier im Einzel zukommen. Und dann schneiden wir dann jeweils in das Video rein. Das wird bestimmt geil. Ich schneide meine Videos nicht. Meine sind auch immer ungeschnitten, aber man kann ja hergehen und den Teil irgendwie rausmachen oder den Teil irgendwie versuchen ins Video reinzubringen oder so. Ja, das ist eigentlich so an sich gar keine blöde Idee, aber wenn ich meine Videos schneiden würde, dann hätten meine Videos eine eklige Qualität und deswegen lasse ich das lieber unbearbeitet. Ja, ich schau mal, vielleicht kann ich auch irgendwie dann sozusagen mal schauen, vielleicht kann ich mit deinem Video dann runterladen und das einschnippeln oder so. Das weiß ich nicht. Weißt du, es gibt auch diesen YouTube-Videomaker, weißt du?
Da muss ich mal gucken. Ich hab ja die Woche noch Zeit. Wie schnell fahrt ihr gerade da vorne? 80. Ich muss auch mal hergehen und die anderen Videos noch hochladen von letzter Woche. Das bekam ich die letzte Zeit nicht dazu, weil ich ja viel unterwegs war. Ich habe bis jetzt nur den ersten und den zweiten Teil hochgeladen. Den dritten muss ich noch hochwürfeln, aber ich weiß nicht wann. Und hier, weil ich morgens um 6 Uhr aufstehen muss. Eine Woche. Ich bin Montag bis Freitag noch eins mal auf Tour unterwegs. Okay. Das Mal war der Witz, ne? Da die Fahrzeit war voll scheiße, weil die Fahrzeit war vorbei, ne? Und ich hatte vielleicht noch 20 Kilometer. Oh, das ist mies. Da musste ich am Samstag hinfahren. Und dann konnte er dann erst am Samstag nach Hause, ey. Das ist fies. Und das ist nur wegen so einem kackbeschissenen Stau, ey. Ja. Also so sind die LKW-Fahrer halt, oder die Staus und der Verkehr und bla. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war fast 5 Stunden Vollsperrung. Autsch. Okay, jetzt habe ich meine erste Fehlermeldung. Fehlfunktion. Kommt mir so ein weißer, ekliger Dach entgegen. Dicht. Ich bin gerade so blöd, um zu sprechen. Sieht ganz schön gefährlich aus. Ich hau schon ab. Nicht du. Schon Erfurt? Ja, ich muss hier raus. Hey, weg da. In der Werkstatt oder was? Ja, ich muss meinen LKW reparieren. Ja, dann hätte ich gesagt, dann fahren wir warten hier an der Ausfahrt und du kommst dann hier wieder her, oder? Können wir machen. Gut, machen wir so. Tschüss. Hat einer von euch Überbreiter? Ja. Nein. Alle, die reparieren müssen, fahren bitte jetzt zur Werkstatt und wir warten hier oben an der Ausfahrt und hier treffen wir uns gleich wieder. Scheiß auf rote Ampel, Ich höre, dass wir hier halten wollen? Nein, warum nicht? Wir fahren nach der Ausfahrt. Ach so, okay. Scheiß auf rote. Marcel, fahr mal bitte noch ein paar Meterchen nach vorne. Den hier genau im Ausfahrtsbereich. Ich stehe ganz. Ja, so geht's dann. Ja. Gut, reicht schon. Boah, ich bin in der Werkstatt angekommen. Falls ihr wissen wollt, wo ich bin. Ja. Okay, oder nicht, dann leckt. Dann leckt mich doch! Okay, so alles kalt. Marcel, willst du nicht vor mir fahren? Ja, mach ich gleich. Machen wir mal eben den. Vor dir, du kannst da zurücksetzen. Später was? Was vom Dicken? Alle fahren so komischerweise vor. Oh, mal direkt ein schönes Foto machen. Marcel, da geht noch was. Warte, ich fahr noch ein Stück näher. Ah, ein bisschen Luft muss ja nach oben sein. Jetzt ein bisschen viel Luft, ne? Also wenn es knallt, auch dann noch ein Meter, ne? Der ja, Zocker sucht, die kriegt Schiss. Ah, noch näher dran. Der Zocker sucht, die kriegt Schiss. Was? Oh, mit dem Innenspiegel ist das voll schwer, so nah zu fahren. Hier, der Office-Dude kann mal aufrücken. Bin ich an eine Stange gedacht oder so? Ich guck mal kurz mit der Aufnahme. Der Zocker sucht, die kriegt Angst. Oh, das ist knapp. Nö, ich krieg keine Angst. Ein Foto. Oh, da kommt wer. Ui. Das war. Ui. Der Zocker sucht die hat Angst, weil ich direkt hinten auf seinen Arsch stehe. Ja, Calvin fährt vor mir. Ja, du bist im LKW und ein. Ja, warte, ich fahr vor, warte. Aufliegerplatz, also ist alles super. Also, wenn ich jetzt ganz kurz Gas gebe, dann hänge ich hier hinten drin. Ja. Im Fotomodus. Am Schluss gibt es eh ein Foto, wenn wir angekommen sind, gibt es eh ein Abschlussfoto. Aber wir können ja mal das so machen, dass
Also die Securities gehören jetzt zu eurer Spedition dazu, ne? Ja. Dann können wir das ja so machen, dass wir im Endeffekt so eine Art Partnerschaft machen. Genau. Ja. Das sind wir mal eine Partnerschaft. Ja, haben. Komm doch noch näher, Kollege. Okay. Komm doch noch näher. Bei einer Freundschaftsfirma bringt das nichts. Hängst mir voll hinten drin. Stolz auf dich. Wisst ihr, was mal lustig war? Wir hatten mal so hinten bei Rostock, ne? Da kann man hin, wenn man dann bei der einen Stelle durchfährt, dann kommt man eben auf Offside auf der Map, ne? Und das ist eine große Wiese und da haben wir eine Crash-Challenge veranstaltet gehabt, ne? Mhm. Haben wir dann alle keinen Hänger dran gehabt und haben uns gegenseitig gerammt, bis halt irgendwann 100% Schaden war und man stehen geblieben ist. Dann Crash Derby halt. Und dann kam so dieser Zelk rum und hat so gefragt, so von wegen, ja, darf er mitmachen und so, ne? Und er hat geschrieben, ja, wenn du willst, kein Problem. Und da war er noch ein wenig da gestanden und hat auf einmal angefangen, uns zu bannen. Dann habe ich das, ich habe das alles auf Video gehabt. Dann habe ich so als Videoname habe ich geschrieben, komische Admins und unfairer Bann oder irgendwie so habe ich geschrieben gehabt. Und es hat über 100 Klicks gekriegt, das Video. Sind alle da? Sind wir vollzählig? Ja. Dann können wir irgendwie weiter, ne? Ich habe eine schicke, süße Maus sauber gemacht. Ach, willst du es denn Business aussetzen, oder was? Ich hab grad Motor abgewürgt. So, erst, rechte und mittlere Fahrspur ist zu, ihr könnt fahren. Kevin konnte sich nicht entscheiden. Ja, es geht so. Kann mich nicht entscheiden. Mein Roller, ne? Ich hab Blinker gemacht, auf einmal geht der Warnblinker an und hätte mich schon kurz angehalten, hätte ich zu denen gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden. Nee, wisst ihr, was ihr machen müsst? Zeig's mal den Security hinter mir. Pass auf, du musst fahren, ne? Dann musst du den hier machen, pass auf. Mhm. Oh, kannst du vergessen, dass ich die ganze Zeit hier meine Blinker an- und ausmache. Ich muss mal kurz anhalten, weil ich wurde gerufen. Fahrt einfach weiter, ich versuche euch einzuholen. Okay. Bis gleich. Jo. Bis gleich, wir fahren ja nicht so schnell. Wer war das jetzt? Marcel, mein Freund. Was gibt's? Ich bin hinter dir. Ja, mal gucken, wie lange noch. Du, Marcel? Ja? Da vorne kommt eine Raststätte, da können wir dann... Oh, Herrgott. Ah, Mann. Weißt du, was immer kacke ist, wenn du so machst? Ich muss mal runterschalten. Ja, Marcel, wir nehmen mal da die Raststätte, dann können wir mal da auf den... Vorsicht, ich hab da was Stadtlicks, ich weiß nicht, woran das liegt. Bleib lieber wegen Abstand. Ja, deswegen. Ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt. Oh. Wo kommt denn hier eine Raststätte? Ja, ja, die braucht, die kommt noch. Ja. 300 Kilometer kurz vorm Ziel kommt die. zur Info für euch, am 13.11. findet ein Großkonvoi von uns statt. Wir würden uns freuen, wenn ihr da dran mit euch beteiligt. Je mehr, desto besser. Ist das am Wochenende? Das ist ein Sonntag. Wie viel Uhr? Ja, darf ich schon als Pilot mitfahren, Chris? Nee. Ach doch, na. Wann ist es genau? Das stellt sich nachher raus, wie wir weiterfahren. Oh, was war das denn? Wann ist der Großkonvoi genau? Am 13.11. Ich lieg. Er wollte das. Marcel hat umgehauen. Das tun wir dann gleich auf unserer Webseite, tun wir das gleich machen rein. Da müsst ihr mir dann das sagen, welcher Weg der ihr da fährt. Und dann tue ich den gleich als Konvoi eintragen. Ja, mach ich. Und dann brauchen wir für den Sonntag schon mal keinen Plan, dann planen wir da mit euren. Hm. Ach, das ist ja cool. Marcel? Ja? Wo bist du denn jetzt? Ich komm gerade aus Erfurt wieder zu euch. Also, okay. So, also ich muss jetzt erstmal Abendbrot essen. Tut mir leid, dass das jetzt hier so zwischendurch ist, aber mal gucken. Das hast du nochmal gerade so eine Minute? Nee, jetzt nicht, nachher. Okay. Dann dauert es ungefähr? Ich bin erstmal weg. Jo, mach's gut. Bis gut. Bis dann. Wisst ihr, wie lange das ungefähr dauert bei Ihnen? Ich mach 20 Minuten. Ja, dann kann das sicher notfalls in der Stadt beamen, wo in der Nähe ist.
Warum stehen wir jetzt hier? Weil wir auf, Marcel warten, denke ich. Jupp. Achso, okay. Hä? Spiele mal den Rasenmäher. Mach das. Alles klar, jetzt haben wir noch einen Gamecrash. Ich fahr ein Stück zurück. Ah ne, das bringt ja nicht Sinn, ein Stück zurückfahren. Los, das Ding habe ich ganz vergessen. Alles klar. Geht auf der 4, ne? An der Raststätte. Ich kann nicht mehr mitfahren. Wieso? Mein Ex hat's gerade verhauen. Ich darf mir jetzt neu installieren später. Das werde ich aber dann nach Berlin machen. Was bin wir da. Ha. Also hat dein MP jetzt komplett zerschossen. Ja, mein komplettes ETS hat's gerade zerschossen irgendwie. Keine Ahnung. Happy Birthday. Dankeschön. Kein Problem. Ujo. Probier mal nochmal, ob du reinkommst, und wenn das ins Netz geht, dann geht's nicht. Hab ich ja jetzt schon. Wo seid ihr? Stehen an der Raststätte. Was? Stehen an der Raststätte. Warte, ich probier wieder. Okay, ich geb mal Gas. Ah, Justin ist. Ne, geht nicht. Der Nightcrawler. Also kommt dann sofort keine Rückmeldung oder wie? Ja, nix. Nichts kommt. Dann kommt hier, was am Anfang kommt, vor diesem Euro-Truck-Symbol. Wenn ich verliere, dann zeig mal neues. Wo sich das alles dreht, dann bleibt stehen und dann kackt's ab und dann kommt irgendwie eine Meldung Excel-Fehler und dann, ja. Ja, dann tust du einmal neu, dann kannst du dann noch weiter hinten wieder dazu stoßen. Das war, was soll ich machen? Installier's neu und schau, ob du vielleicht weiter später zu uns dazu stoßen kannst. Weißt du, wie lange das dauert? 5 Minuten. Nein, es ist ja anscheinend nicht nur Multiplayer. Excel-Fehler von Eurotruck heißt für mich, dass das nicht der Multiplayer ist an sich, sondern allgemein Eurotruck. Was für eine Leitung hast denn du? 5000er. Justin! Ach, hier steht auf dem hier. Da hat mal den Singleplayer. Mal schauen, ob das geht. Ja, Mann. Hey Leute, Westerfahrer. Okay, dann hast du das ganze ETS zerschossen. Ja, ich sichere mir jetzt noch kurz Profil und dann. Westerfahrer. Ja. Hier ist eine Raststätte. Ja, sorry Leute, aber ich muss raus. Da kann er jetzt nicht weitergehen. Okay. Okay, dann bitte nicht. Ciao. Ja, ciao. Geht auf die Raststätte. Da hat jemand schon wieder zerschossen da hinten auf der Autobahn. Und wer hat sich da? Also nur zweiter, ja, fällt mir nicht ein. Keine Ahnung. Fuck, Geisterfahrer. Oh, bei mir da. Komm weiter, Geisterfahrer. Ich bin auch mal kurz auf, kann ich schon mal kurz wissen. Bis gleich. Mal schauen, ob Engländer da mit von gefangen tut. Genau, die über mir steht. Ich schau ganz dann rüber. Leute? Hallo? Ja? Ich bin auch für circa 10 Minuten weg. So lang gleich? Dann bin ich nämlich jetzt ganz raus.
bis zum nächsten Mal. Ja, du kannst ja auch sehen. Ich hab auch was anderes. Ich hab dann aber noch was anderes noch zu tun. Okay, ja, du schau. Bis denn. Wir machen jetzt. User disconnected from the channel. Aha. Ah. Hey, schau dich mal das an, die Räder sind witzig. Schau, was für ein Spiel. Toll. So, da wollen wir mal. Also den Konvoi werde ich in zwei Parts machen. Leider. Dann geht's mal. Office. Magst du was sein, dass du meinen LKW lieb hast, aber so lieb bitte nicht. Ich habe jetzt eine Fackel von Kevin sein LKW gemacht. Oha. Alles rostig. das war aber knapp. Ganz LKW bestehen nur noch aus Rost. Dann waren wir mal bei dir hier, ne? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, Achsmanschette, Marsch, Auspuff, Antriebswelle, Achse. Schnell weg, schnell weg, er wird gut achten, mach schnell. Tank weggeworfen, was kam weg, einfach nur alles im Arsch. Achsmanschette, alles kaputt. Braucht ja mal einen neuen LKW. Der ist erst neu. Der ist nämlich auch so im Arsch, genau. Ja, da hat mich der LKW-Verkäufer hat mich übers Ohr kaut. Was? Da hat mich der LKW-Verkäufer übers Ohr kaut. Aber richtig, ey. Es war ST Logistik. Du bist doch so ein kleines Arsch. Den habe ich bei ST Logistik gekauft. Bist du dir sicher, dass es nur gekauft war und nicht geklaut? Ich habe dann legal eingekauft. Weil ich meine, illegal steckt ja auch legal drin. Wahrscheinlich. Ach, in der Ecke. Ich hab die Ware dabei. Schlag. Oh, ich freue mich schon auf nächstes Wochenende. Schalalalala. Kann ich eigentlich meinen Dampfer benutzen?